Und leider kein Shiny. Alter, was geht ab, Leute? Hier. Erstes Event-Tag, Kommalat ist erhöht und ansonsten halt Shiny Lolo angeblich aus den Eiern. Ich zeige euch mal, was ich bisher gebrütet habe. Boah, ey. Jetzt mal. So, ausgebrütet. Ein Riola habe ich bisher ausgebrütet. Ansonsten halt nichts. Und ich dachte, Manfax und Vonaga sind nicht in den 7ern, aber anscheinend sind die doch in den 7ern. Richtig leiden. Das heißt, deine Chance ist 1 zu 14. 14 verschiedene gibt es momentan in den 7ern für Riolo und dann noch, dass der Shiny ist. Viel Glück. Natürlich schaffen das ein paar, aber ich bisher natürlich nicht. Das ist das alles, was ich gestern ausgebrütet habe. Gestern und heute. Heute brüten wir auch noch ein bisschen, immer gehen, hier und da mal ein paar Eier haben. Demnächst ist es auch soweit, 1 Kilometer ungefähr. Ansonsten halt die Kaumalat, ja. Mein Kleiner konnte sich gestern Shiny gönnen, ich noch nicht. Aber der wird eh irgendwann rübergetauscht für Shiny Lucky. Falls ich selber einen bekomme, spare ich mir halt Sternstaub. 100 ist leider noch nicht reingekommen, aber bei der Menge ist es gar nicht so, so unwahrscheinlich. Also ich bin in Bereitschaft, falls ein 100er reinkommt. Wir drehen jetzt ein paar Runden. Was mich auch interessiert ist, diese Quest hier für 100er Wadribi. Denn in jeder Quest ist nur weibliches Wadribi, was halt perfekt ist, weil ich brauche ein 100er weibliches Wadribi. Ja, wir drehen ein paar Runden, erfüllen ein paar Quests, brüten ein paar Eier. Ich habe hier mal Alo besiegt. Ich glaube, das war sogar der letzte, den ich gebraucht hatte. Potenziell Shiny Flunkiefer brauche ich und 100er Flunkiefer brauche ich auch. Der Trick mit dem Warten, weggehen und warten und resetten und so und nochmal neu versuchen, funktioniert leider nicht mehr. Das heißt, jetzt einfach fangen. Leider nicht Shiny und die WP weiß ich nicht auswendig, deswegen zeige ich es euch, nachdem ich es gefangen habe. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie das Event so bei euch läuft. Habt ihr schon Kommalat bekommen? Ich wollte gerade sagen, Shiny Kommalat. Ich muss ja erstmal fragen, ob ihr überhaupt einen Kommalat habt. Ansonsten, wie euch das Event so gefällt, habt ihr einen Riolo gebrütet, habt ihr einen Shiny Riolo. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt einfach einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Alter, so voll samstags. Wir haben ein 7er Ei und ich habe aus Versehen drauf gedrückt, aber ich glaube, wir haben mehr als eins. Yes. Shinox leider nicht 100. 500 hätte es gebraucht. Hippopotos. Nicht Shiny. 758 ist, glaube ich, auch nicht gut. Nee. Ich habe gerade ausgemacht, aber da ist noch eins am Start. Das ist so das Schlechteste, glaube ich. Ich brauche den so gar nicht. Noch was? Ne, das war's. Erstmal neue Aufgaben. Nächste Runde Eier. Bist ja echt richtig enttäuschend, die Eier, Mann. Hunderte. Den könnte ich gebrauchen. 85 ist das höchste, was ich bisher hatte, glaube ich. Aber trotzdem richtig schlecht. Eieiei, Leute. Zu viele Leute. Oh mein Gott, nicht schon wieder dieses. Ich geh mal darüber. So, ab in die Seitenstraße, ein bisschen weniger los. Nummer 3. Oh, Riolo, nicht Shiny. Egal, solange er 100 ist. 552 ist leider nicht 100. Aber wenigstens. Oh, noch eins. Zwei Riolo schon mal. Und es ist Tag 2. Also Halbzeit haben wir bereits. Hippopotos. No. Und das war's. Neue Ladung. Bin eine Runde Bus gefahren. Für Shiny. Hippopotos aber kein Glück. Das einzige, was ich gefunden habe, ist Giovanni. Den habe ich auch fertig gemacht. Und Geico. Keine Ahnung, ob der gut ist. Das erfahrt ihr später. Ah ja. Das Flunkiefer war nicht gut. Jetzt fahre ich noch eine Runde heim und dann, ja, schauen wir mal. Seht ihr was oder spiegelt es zu sehr? Ich habe hier ein Ei. Moment. Boah, es spiegelt echt sehr. Bronze. Ist der nächste Tag? Wir haben gestern nicht viel gemacht, aber dazu erzähle ich euch gleich was. Ich glaube, wir haben noch ein Ei, ja. Und? Also, ihr seht nur mich, Mann. Ah, Hippopotas, nicht Shiny. Ist er 100? 759 ist nicht 100. Haben wir noch eins?
Nee, wir haben nicht noch eins. Ich bin jetzt erstmal auf zu einem Glückstausch. Wir sehen uns gleich. Update, Leute. Erstmal wieder ein Ei. Wir sind ein bisschen gelaufen. Kollege hat den Hund dabei. Ist ein bisschen da, wohnt da in der Gegend und wollte ein bisschen spazieren gehen mit dem Hund. Sag mal, oh, Violo. Aber leider nicht shiny, leider nicht 100. Moment, ich muss. Ich lasse das, glaube ich, drin, weil die Leute schreiben dann immer voll auf Gesundheit. Haben dort den Lucky-Tausch gemacht. Und dann wollte er noch ein bisschen so random rumtauschen. Und da sage ich nie nein, weil es ist so schwer, jemanden zu finden, der einfach ein bisschen rumtauschen will. Glaubt man kaum, aber ist halt echt so. Leute horten immer ihre Pokémon und denken sich, ah ja, das kann man mal aufheben und so. Aber dann wirklich am Ende tauschen, das wollen die wenigsten. Vor allem nicht nur so ein, zwei, sondern wirklich so eine Tausch-Session, 40, 50 Stück oder so. Haben wir jetzt gemacht, bisschen spazieren gegangen und das getauscht. Grüße gehen raus an den Kollegen. Ich sag zwar Kollege, aber wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut. Man kennt sich über Pokémon, dies, das. Man raidet manchmal zusammen, ist in derselben Gruppe, aber so wirklich kennen tut man sich gar nicht. Und ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, nicht unangenehm, war eine ganz gechillte Runde. Und das ist ja auch das Tolle an Pokémon Go, dass man da halt neue Kontakte knüpft und sowas. Kommt da noch ein Ei? Da kommt noch ein Ei. Auf jeden Fall, ich warte mal kurz. Vielleicht gibt es doch zu viele Leute, die uns anglubschen. Ich muss auf jeden Fall erstmal eine U-Bahn finden. Jetzt geht ihr jetzt heim und dann das Video für euch schneiden. Ja, gucke. Oh, wir haben noch ein Ei. Auf jeden Fall ausbeutetechnisch Eier bisher nicht so gut. Das war mein drittes Giolo oder so. Oh, noch eins. 100er? Okay, jetzt kommt es langsam mit dem Giolo. Leider nicht. Aber bisher. Oh, noch eins. Okay, krass, sind wir so viel gegangen. Aber Ausbeute wollte ich sagen, bisher eigentlich ziemlich, ziemlich schlecht. Okay, den brauche ich so gar nicht. Toll. Das war's, glaube ich, aber vielleicht noch irgendwas. Ja, ein 2-Ei. Ja, Giolo schon recht selten. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr einen shiny Giolo bekommen habt. Wenn ja, dann Glückwunsch auf jeden Fall. Kollege Noah hat wieder einen Artikel dazu rausgehauen. Grüße gehen raus an dich, Noah. Den schauen wir uns gleich mal an. Okay, Leute, abschließende Worte. Ich habe gerade versucht, den Artikel nochmal zu finden von Kollegen Noah und mein MMO, aber ich finde den nicht mehr. Ich habe den vorher noch angeschaut. Zwar ging es halt ungefähr darum, wie viel Geld man im Schnitt ausgegeben hat oder ausgeben muss für einen shiny Giolo. Mit den ganzen Wahrscheinlichkeiten, wie oft der spawnt, also wie oft er aus dem Ei kommt, schlüpft und die Wahrscheinlichkeit, dass er halt shiny ist, aber finde ich nicht mehr. Entweder wurde es ausgenommen, weil irgendwas nicht gestimmt hat, gepasst hat, oder ich finde den irgendwie nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch keinen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr schon einen habt. Ansonsten genießt noch das Event. Nur noch heute Abend also und morgen. Schau mal, was noch geht. 100er Kommandant ist noch nicht gekommen. Shiny Hypopotas ist noch nicht gekommen. Und Shiny Riolo ist auch noch nicht gekommen. Aber es geht. Also ein paar Kaumalat-Bonbons gemacht. Der Kleine hat einen Shiny Kaumalat und Hypopotas. Also irgendwann wird das rübergetauscht. Und ich habe... Ja, ich habe bisher nichts. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.